Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die gegenwärtige Entwicklung in Afghanistan veranlasst uns dazu, heute den Abschiebestopp auf die Agenda zu setzen. Die Sicherheitslage in Afghanistan hat sich massiv verschärft, und entgegen der Einschätzung des Bundesinnenministers ist auch Kabul offensichtlich nicht mehr sicher. Am 31. Mai starben bei einem Anschlag in der afghanischen Hauptstadt 150 Menschen, fast 500 wurden verletzt, und bei darauffolgenden Anschlägen gab es weitere Tote und Verletzte. Wie kein anderes Land ist Afghanistan durchzogen von unterschiedlichsten Terrororganisationen. Laut United Nations Assistance Mission in Afghanistan hat das Land die höchste Dichte von Terrororganisationen inzwischen weltweit. Allein in den ersten drei Monaten des Jahres 2017 gab es bei Angriffen 715 Tote und 1.466 Verletzte innerhalb der Zivilbevölkerung nur. All diese Entwicklungen zeigen sehr deutlich, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn heute eines sicher ist, dann, dass Afghanistan gegenwärtig nicht sicher ist. Und auch in der Hauptstadt, wo die Rückkehrer ja ankommen und wo sie weiterhin weiterreisen müssen. Dass die Bundesregierung, die nach diesen massiven Verschärfungen die Notwendigkeit eingestehen musste, die Sicherheitslage in Afghanistan neu zu bewerten, nun dennoch einen Abschiebeflug für den 28. Juni organisierte, ist für mich unfassbar. Und ich bin erleichtert, wie viele Menschen in diesem Land übrigens auch, dass dann doch diese Sammelabschiebung in letzter Minute gestoppt wurde. Wir Grüne fordern schon seit Januar 2017, dass die Bundesregierung endlich eine Neubewertung der Sicherheitslage vornimmt. Diese Forderung wird übrigens genauso von vielen Initiativen, Verbänden und Kirchen und nicht zuletzt von vielen Bürgerinnen und Bürgern gestellt. Der Flüchtlingsrat NRW hat übrigens über 11.000 Unterschriften für seine Petition gegen Abschiebungen nach Afghanistan inzwischen gesammelt. Ich finde, das ist eine eindrucksvolle Initiative für die Menschenrechte, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, und auch in einigen Stadträten wurden übrigens entsprechende Resolutionen und Anträge verabschiedet. Und auch der Rat der Stadt Köln befasst sich aktuell mit dieser Forderung. Eine neue Bewertung der Sicherheitslage ändert die Basis für bisherige Asylentscheidungen. Und das wird für die afghanischen Geflüchteten die Möglichkeit eröffnen, auch Asylfolgeanträge zu stellen. Und es ist jetzt Ihre Aufgabe, Herr Minister Stamp, die kommunalen Ausländerbehörden anzuweisen, auch diese Information an die betroffenen Personen weiterzugeben. Es ist bitter nötig, ein Signal an die afghanischen Asylsuchenden zu senden, dass sie in NRW sicher sind. Durch die Abschiebepraxis nach Afghanistan werden möglicherweise Tausende retraumatisiert, und das widerspricht einer humanitären Flüchtlingspolitik und kann und darf nicht Ziel der Landesregierung sein. Bereits jetzt berichten Hauptamtliche in der Flüchtlingsarbeit, wie etwa aus den psychosozialen Zentren in NRW, von massiver Verunsicherung und Verängstigung aufgrund der andauernden Abschiebebedrohung. Und es wäre auch ein wichtiges Signal für die zahlreichen ehrenamtlichen Flüchtlingshelferinnen und Helfer, ohne die wir in der schwierigen Zeit im Sommer 2015 die Flüchtlingsaufnahme in NRW nicht hätten meistern können. Auch diese Menschen befinden sich in einem Zustand der Unsicherheit, voller Sorge um diejenigen, die sie tagtäglich in ihrem Alltag begleiten. Und auch deshalb ist jetzt ein Abschiebestopp durch das Land NRW so dringend nötig. Und an dieser Stelle möchte ich betonen, dass ich erfreulich finde, Herr Minister Stamp, dass auch Sie inzwischen Bedenken zur Abschiebung nach Afghanistan haben und der Auffassung sind, dass es derzeit offenbar kein Gebiet gibt, wo dies zu vertreten sei. Auf der anderen Seite aber halten Sie sich noch eine Tür offen und wollen sich nicht ganz festlegen, wenn Sie wiederholt äußern, ich zitiere, bei allem, was wir hier machen, dürfen wir nicht der Schlepperpropaganda Vorschub leisten. Ich appelliere an Sie, Herr Minister Stamp,
setzen Sie nun nicht die Menschenrechte aufs Spiel. Eine solche Abwägung, die Einhaltung von Menschenrechten versus Kriminalitätsbekämpfung, ist nicht zulässig. Das Leben und die Sicherheit der afghanischen Geflüchteten, die bei uns Schutz suchen, sind in diesem Fall höher einzustufen als die Befürchtung, ein Abschiebestopp könne Schleppern zugutekommen. Und das ist auch übrigens nur eine Befürchtung. Herr Minister Stamp, zeigen Sie klare Haltung. Gestatten Sie eine Zwischenfrage? Kann man gerade aufzeigen, wer das, von dem Kollegen Lehne der Fraktion der CDU. Bitte. Herzlichen Dank, dass Sie mir die Zwischenfrage ermöglichen. War es nicht die rot-grüne Landesregierung, die es ermöglicht hat, die freiwillige Ausreise auch dementsprechend zu fördern durch Steuermittel? Und mich verwundert immer, wenn Sie darauf vielleicht eine Antwort geben könnten, warum die Grünen immer nur die Abschiebungen ansprechen, aber nicht die freiwillige Rückkehr. Sie wissen genau, dass bei den Abschiebenden diejenigen sind, die sich hier rechtswidrig aufhalten. Und Sie wissen auch, dass ein großer Teil von denen, die sich hier rechtswidrig aufhalten, auch schwere Straftaten begangen haben. Sie sprechen nie von denen, die tatsächlich in der Vergangenheit zuschusst worden sind, sich an Recht und Ordnung gehalten haben und ausgereist sind. Herr Kollege, und deswegen meine Frage an Sie, finden Sie das nicht zynisch? Ich danke, dass Sie zu einer Frage noch zurückgefunden haben. Bitte schön, Frau Kollegin. Das war jetzt geschickt, aber in erster Linie erstmal die Aussage. Wir beziehen uns ganz klar auf die Entwicklung in Afghanistan. Wir wissen seit Anfang dieses Jahres übrigens, dass die Situation sich verschärft hat. Und wir wissen ja auch, das sagt die Bundesregierung übrigens auch, die Bundesregierung sagt, die Lage hat sich verschärft. Wir brauchen eine neue Einschätzung. Und gerade deshalb finden wir es jetzt so wichtig, dass auch aus dem Land NRW da ein klares Zeichen kommt an die Bundesregierung, dass in dieser Situation Abschiebungen nicht durchgeführt werden müssen und dürfen. So, ich möchte noch mal auf die Rede eingehen. Das Leben und die Sicherheit der afghanischen Geflüchteten, die bei uns Schutz suchen, und um die geht es nun mal, sind in jedem Fall höher einzustufen als die Befürchtung, ein Abschiebestopp könne Schleppern zugutekommen. Herr Minister Stamp, zeigen Sie jetzt klare Haltung und geben Sie der Unversehrtheit vom Menschenleben deren Vorrang. Und liebe Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Fraktion, stimmen Sie unserem Antrag zu. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin.